Hallo, guten Tag hier aus der Bonifatiuskirche. Wir haben uns schon vor ein paar Tagen mal zusammen aufgestellt. Da war gerade die Probe für deine Erstkommunion. Und jetzt ist es gerade geschehen. Ne? Jetzt haben wir die Messe gefeiert. Hier ist noch ganz viel los. Alle wollen ein Foto haben. Und das ist ein Mensch, der gerade zum ersten Mal die Kommunion empfangen hat. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast gesagt, du warst gar nicht aufgeregt heute. Ich war komplett entspannt. Ja? Ja. Toll. Ich war entspannt. Und wie hast du den Gottesdienst erlebt so? Was? Ja, also ich fand ihn sehr schön. Ja. Und hat auch Spaß gemacht. Und ja. Ja? Bist zufrieden? Ja. Ja, was war besonders? Wir hatten verschiedene Lieder. Ja, ich Dann die Fürbitten. Ja, die Fürbitten hatten wir auch noch. Ja. Ich fand das Besondere. Das ist oft so, ne? Danach. Ja, aber es war eine, ganz voll die Kirche, ne? Ja, ganz viele Leute da. Komplett voll, ja. Und dann hier vorne um den Altar dann die Kommunion, ne? Und immer wichtig ist auch die Kerze. Ja. Bei dir ist es die Taufkerze auch. Ja. Ja. Da steht auch noch das Datum drauf. Ja. Wann die Taufe war und hier noch wann die Kommunion. Heute der Kommunion, ja. Irgendwann kannst du vielleicht noch Hochzeitsdatum draufschreiben oder so. Ja. Mal gucken, was kommt, ne? Ja. Super, und was passiert jetzt noch? Was macht ihr jetzt noch? Also gleich, wenn ich fertig bin, dann gehen wir dann zur Tanzschule von meiner Mama. Ja. Und dann feiern wir da. Dann feierte. Wird denn auch getanzt heute, oder? Nee. Nee, die tanzen sonst immer genug, ne? Ja. Ja. Genau, und in diesem Sinne wollen wir einen Gruß natürlich auch noch nach draußen an alle, die vielleicht jetzt auch eine schöne Feier haben, in diesen Tagen senden. Also hier war ja das Motto, Jesus geht mit, Gott geht alle Wege mit, er ist immer an unserer Seite und das wünschen wir euch und ihnen auch. Also diese Erfahrung, nicht alleine zu sein und dass man da wirklich einen Wegbegleiter hat, der einen unterstützt, wenn man seine Hilfe braucht. Ein Segen hier aus der Bonifatiuskirche an alle und einen schönen Sonntag. Ciao!